So, schön sind wir wieder zurück, schön sind wir da. Ihr verwünscht mich ungefähr so ratlos, wie ihr wahrscheinlich selber seid. Stand von der Dinge ist der, dass ich im Moment einfach am Umhirnen bin, in welche Richtung dass die Reise gehen könnte. Ich habe einen Haufen Ideen gehabt in der letzten Zeit. Ich habe ja auch genug Zeit gehabt, für einen Haufen Ideen zu haben. Ich habe einen Haufen Ideen ausgraben, die vor längerer Zeit irgendwie nicht so, ja, wo man nicht angeschaut hat oder so. Und habe gewisse Sachen davon jetzt mal ein bisschen konkretisiert und so. Und es macht, kann ich so weit sagen, unglaublich Spass. Es ist ein bisschen so, dass ich mir vorgenommen habe, das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe in der Vergangenheit. Früher war es so, dass ich extrem konservativ einfach Ideen auf ein Klavier aufgenommen habe und dann auf ein kleines Diktophon oder so etwas Diktiergerät aufgenommen habe. Und nachher haben 100'000 Leute gesagt, was daraus werden soll. Und meine Idee war eigentlich das mal ein bisschen, dass ich möglichst früh selber ein bisschen definieren kann, für mich, wenigstens für mich selber. Wie ein Song auch noch sein könnte oder wie ich einen Song auch noch hören könnte. Ich muss auch zugeben, das ist extrem schwierig, also das kann man nicht einfach so. Und dementsprechend wird auch ich früher oder später auch wieder mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ihr werdet das dementsprechend auch mitbekommen, wenn ihr dann noch reinschaut. Aber im Moment ist der Fokus eigentlich wirklich darauf, dass ich selber ein bisschen für mich herausfinde, in welche Richtung das die ganze Geschichte gehen kann. Wo das neue Songs dort können anhängen, wo die gelungenen Sachen auf dem letzten Album aufgehört haben. Oder es ist ja immer ein bisschen so, dass man von hinten her betrachtet nicht alles so cool findet, wie in dem Moment, wo wir es mal gemacht haben. Und wir waren auch damals schon bei Closer so ein bisschen in der Situation gewesen, an einem gewissen Punkt, wo wir gedacht haben, ja, wenn wir die Chance hätten, würden wir wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen und 5-6 Songs versuchen, in die Richtung von 3-4 anderen zu bringen. Oder? Und die Idee im Moment ist ein bisschen die, dass ich insofern Vorarbeit leiste, dass die Richtung schon mehr oder weniger vorgegeben ist und dass man sich um sehr wesentliche Sachen kann kümmern, wenn es dann mal ins Studio geht und wenn es dann mal blöd gesagt um die Wurst geht. Und darum ja, bin ich im Moment dran, endlich so Pro Tools zu lernen und all die Programme und all die Geschichten, die man machen kann. Ich muss auch zugeben, ich habe schon zu viel gemacht. Also es ist noch schwierig, oder? Man verliert sich schnell und man macht schnell zu viel und ich weiß, ich sollte das nicht machen, weil am Schluss wird es sowieso wieder zerzupft und hinterfragt. Aber im Moment habe ich sehr Spass daran, das alles zu entdecken und auf dieser Reise zu sein. Und in dem Sinn hoffe ich, ihr bleibt dran. Wenn es irgendwie geht, würde ich euch am einen oder anderen Ort mal 10 Sekunden Einblick geben oder 20 Sekunden sogar. Ich habe jetzt da gerade festgestellt, irgendwie 280'000 und 46 Leute wollen wissen, wie ich Songs schreibe. Also mal schauen, ob ich auf das eingehen kann. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt dabei auf dieser Reise. Es wäre super schön. Es wird noch Haufen kommen. Ihr werdet noch Haufen sehen. Und ja, hoffe, ihr seid dabei. Bis gleich, habt eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss.